Hi, hier ist Coach Thorsten von Feelco Training und Ernährung in Bruchsal. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, arbeite ich sehr viel mit Menschen zusammen, die Schilddrüsenprobleme haben. Üblicherweise sind es ja Frauen, meistens auch so um die 30 bis 50. Und die typische Behandlung von Seiten der Schulmedizin sieht oft so aus, dass vielleicht ein, im besten Fall vielleicht sogar drei Blutwerte gemessen werden. Und anhand dieser Blutwerte werden einfach Medikamente verschrieben. Dabei ist es eigentlich relativ einfach, die Ursache von Schilddrüsenproblemen nachhaltig zu verbessern, beziehungsweise im Idealfall, wenn du etwas diszipliniert bist, sogar ganz zu beheben und damit auch dein Leben lang wegzukommen von den Medikamenten. Viele meiner Kundinnen, der Damen, mit denen ich zusammenarbeite, haben eigentlich die Effekte, dass es deutlich besser wird, wenn wir hier an den Ursachen arbeiten. Es gibt ganz, ganz viele Ursachen bei Schilddrüsenproblemen. Eine möchte ich dir heute nahelegen, weil die doch sehr weit verbreitet ist. Und zwar ist es das Thema hormonelle Verhütung bzw. auch die Pille, gerade von euch Frauen. Die kann mitverantwortlich sein, indirekt auf das Thema Schilddrüse. Wie kommt sowas zustande? Teilweise wird ja heute den 14-jährigen Mädels schon eine Pille verschrieben. Und was passiert damit? Dem Körper werden künstliche Östrogene hinzugeführt, ohne dass Progesterone hinzugeführt werden. Ich weiß nicht, ob du da dein Hormonsystem so gut kennst. Die Progesterone, das ist so, aus denen werden andere Hormone teilweise gebildet. Oben drüber ist noch das Pregnenolon, als Mutterhormon sage ich immer. Und Progesteron ist der Gegenspieler von dem Östrogen. Und zwar ist es so, dass im weiblichen Zyklus in der ersten Hälfte die Östrogene stark oben sind, relativ hohe Dominanz haben. Und mit dem Eisprung ist es eigentlich von der Natur her so vorgesehen, dass das Follikel, dass das Baby dann irgendwann heranwachsen kann, geht das Progesteron-Level nach oben. Das ist so ungefähr in der Mitte. Wie gesagt, beim Eisprung passiert das Ganze, dass Progesteron nach oben kommt. Jetzt greifst du mit der Pille hier künstlich in das System ein. Im blödsten Fall nimmst du vielleicht die Pille sogar noch durchgehend, ohne dass irgendwo eine Pause dazwischen ist, wo die Blutung einsetzen kann. Und dann hast du hier größere Probleme. Folgendes. Du hast oben das Progesteron. Kürze ich es einfach mit Prog ab. Und da unten hast du das Östrogen. Östrogen, das sollte in einem Verhältnis sein von mindestens 100 zu 1. Das heißt, Progesteron sollte 100-fach mehr sein als Östrogene. Warum ist das so? Weil aus diesem Progesteron auch noch andere Hormone gebildet werden. Du hast hier das Thema Stress, Stresssymptome. Da ist Cortisol mit dabei. Das ist Cortisol ist Gift für die Schilddrüse und Cortisol ist auch so der Gegenspieler von dem Östrogen, von dem Progesteron, Entschuldigung. Also aus dem Progesteron wird auch Cortisol gebildet. Das heißt, Cortisol, wenn du Stress hast, bildet der Körper Cortisol. Dem ist es scheißegal, ob aus diesem Progesteron eigentlich ein Östrogen gebildet werden sollte. Das heißt, der zieht sich das da oben. Das kannst du dir vorstellen wie eine Badewanne. Da ist nur ein bestimmtes Level, eine bestimmte Menge an Progesteron drin. Es wird hier irgendwo gebraucht als Gegenspieler für das Östrogen, um das Östrogen auszugleichen, wird aber auch da unten fürs Cortisol benötigt. Und jetzt kommen wir zum Thema Schilddrüse. Hast du dich sicher schon gefragt, was hat das mit der Schilddrüse zu tun? Schilddrüse besteht ja aus verschiedenen Hormonen. So die bekanntesten ist das T4 oder freies T4 in dem Fall und das T3 bzw. freies T3. Was du dann über Medikamente bekommst, ist üblicherweise L-Thyroxin, das T4. Aber aus dem T4, das ist ein inaktives Hormon, muss dein Körper erstmal das aktive T3 bilden. Das T3 ist das Hormon, mit dem dein Körper eigentlich erst was anfangen kann, deswegen der Name aktiv. Wir nennen das hier T3, auch FT3, freies T3, um es einfacher zu halten, dass wir hier keinen Unterschied drin haben. Also T3 ist gleich FT3. Und was wird benötigt, um aus dem T4 T3 zu bilden? Neben Mikronährstoffen, hier ist Selen ganz vorne mit dabei, was auch ein großes Problem bei vielen ist, aber auch da Thema Progesteron. Das heißt, der Körper benötigt eine gewisse Menge an Progesteron, um FT3 zu bilden. Jetzt hast du da oben, wie gesagt, die Badewanne voll Progesteron.
die eigentlich als Gegenspieler hier schon mindestens 100-fach erhöht sein sollte von Östrogen. Wenn du jetzt Stress hast in verschiedenen Situationen, familiärer Stress, beruflich, Stress, den du dir vielleicht auch selber machst, psychischer Stress oder ähnliches, hast du da unten das Problem, dass Cortisol sich das Progesteron nimmt und da unten fehlt dann das Progesteron, um das T3 zu bilden. Was passiert, wenn T3 fehlt oder nicht mehr optimal gebildet werden kann? Ja, ganz logisch, dein Stoffwechsel fährt langsam runter, weil er einfach nicht genügend von diesem, sag mal, Fitmacherhormon, Energiehormon zur Verfügung hat. Und dann nimmst du wahrscheinlich zu, wirst müde, wirst schlapp und so die ganzen Symptome bei Schilddrüsenproblemen, die können da mit beteiligt sein. Okay, Östrogene, Pille, hormonelle Verhütung, das ist das, was du hier nach oben treibst. Die Pille treibt das Östrogen nach oben. Ist es Östrogen hoch, bräuchtest du ja theoretisch noch mehr Progesteron, um als Gegenspieler auf mindestens 100:1 zu kommen. Optimal ist übrigens 300:1, das heißt noch deutlich mehr. Das heißt, die Pille führt aber dazu, dass Östrogen nach oben geht, meistens auch, dass Progesteron unten bleibt oder vielleicht gar nicht mehr gebildet wird. Wie gesagt, Progesteron ist so in der zweiten Zyklushälfte ganz wichtig als Gegenspieler und wird eben auch stark unterdrückt, vor allem wenn du die Pille durchnimmst. Das heißt, Progesteron wird über die Jahre dann irgendwann immer weniger und geht dann stark gegen Null. Östrogen ist ganz weit oben. Und Östrogen ist aber ein Fettspeicherhormon. Das führt dazu, dass dein Körper Fett einlagert, hauptsächlich so im Bereich der Eierstöcke herum, plus minus ein paar Zentimeter. Deswegen ist es auch oft so, dass Frauen durch die Östrogendominanz verstärkt Fett einlagern an Bauch, Beine, Po. Das ist dann der Klassiker im Fitnessstudio, wo dann noch mehr Stress verursacht wird unter Umständen durch ein falsches Training und dann hast du dann noch mehr Probleme und wirst dann nicht abnehmen. Also, was kannst du dagegen tun? Es kommt natürlich auch die Lösung. Wie gesagt, Pille grundsätzlich keine gute Idee, kann ich niemandem raten. Achte darauf, dass du hier keine hormonelle Verhütungsmittel benutzt. Lass dir hier irgendwas anderes raussuchen. Achte darauf, dass die ganzen Östrogene entgiftet werden, dass dein Entgiftungssystem wunderbar funktioniert. Leber, Darm ist hier maximal wichtig und dann kannst du auch diese Östrogene wieder ausleiten. Das ist jetzt ein Mülleimer, so als Ausleitung. Ja, das ist, wie gesagt, die Östrogene, die müssen dann raus aus dem Körper. Ausgeleitet werden, entgiftet werden, damit hier Progesteron wieder ein bisschen arbeiten kann und dass du hier wieder in die Richtung kommst. Es gibt auch die Möglichkeit, Progesteron in den Körper reinzubringen, eventuell ein bisschen zu unterstützen. Progesteron-Creme ist ja eine tolle Sache. Und wie gesagt, noch ein paar bestimmte Mikronährstoffe, die da eben auch wichtig sind, um dieses ganze System zu unterstützen. Das sind wir bei Jod, Selen, Zink, Vitamin D, Omega 3 und diverse andere Dinge, die ja maximal wichtig sind in diesem ganzen System. Aber da werde ich auf die Mikronährstoffe nochmal in einem separaten Video drauf eingehen. Okay, also Pille weg, Östrogen entgiften, Progesteron erhöhen. Machst du das mal ein paar Wochen bzw. ein paar wenige Monate und dann wird es ja meistens deutlich besser gehen. Mehr Energie im Alltag, wahrscheinlich wird sich auch auf der Waage was tun. Und die ganzen Symptome sollten dadurch langfristig runtergehen. Wie immer, wenn du Medikamente reduzieren möchtest, absetzen möchtest, besprich das bitte mit deinem Arzt oder dem behandelnden Mediziner, der dafür verantwortlich ist und such dir hier bitte jemanden, der von diesem ganzen System eine Ahnung hat und nicht einfach nur ein Laborwert ist und einfach darauf folgend dann einfach mal die Medikamente verschreibt. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare da unten rein. Ich habe auch die Links oder den Link zu meiner Webseite verlinkt, feelgood-bruchsal.de. Würde mich freuen, von dir zu hören. Falls ich dir individuell helfen kann, können wir uns auch gerne mal persönlich unverbindlich unterhalten, wie deine persönliche Situation ist. Wenn ich dir helfen kann, ich arbeite im kompletten deutschsprachigen Raum auch mit dem Online-Coaching, dann melde dich einfach bei mir. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir damit ein bisschen helfen konnte und danke fürs Reinschauen. Lass noch einen Daumen oben da. Und auf einen tollen Tag.